Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare 3. Heute am 7.5. um 20.52 Uhr, also schon wieder 53, wieder recht spät. Aber ich wollte einfach nochmal so ein bisschen an den Audioeinstellungen feilen. Ich habe das Verhältnis des Kompressors jetzt von 3:1 auf 4:1 geschaltet. Ich habe mir die beiden Folgen jetzt mal so ein bisschen angehört und irgendwie hat mir das noch nicht so ganz gefallen. Deswegen ist das hier jetzt auch wieder nur ein Testversuch. Mal gucken, wie es wird. Also es soll wirklich nicht abwertend gemeint sein, aber das Projekt bietet sich einfach dafür an, da so ein bisschen rumzuspielen. Ich habe auch vorhin schon ein neues Projekt aufgenommen, ein neues Nebenprojekt. Da könnt ihr auch mal gespannt sein, vielleicht habt ihr ja sogar schon den ersten Part gesehen. Oder den Vorwort-Part. Ich weiß ja nicht, wann diese Folge jetzt rauskommt. Ist es die fünfte eigentlich oder die sechste? Ich glaube, es ist die sechste Folge von MW3, oder? Das könnte sein. Na gut. Lass uns mal spielen. Ich würde heute gerne mal ein bisschen... Ja, ich würde immer gerne mit der PP90 spielen, aber... Ich sollte vielleicht auch erstmal wieder versuchen, besser zu werden in dem Spiel, bevor ich hier irgendwelche anderen Waffen probiere. So, Village. Oh, das ist auch eine Map. Na, sie geht eigentlich. Wenn man da nicht jedes Mal... Das letzte Mal wurde ich da ja total vernichtet. Ich hoffe, heute wird's besser. Ich werde, glaube ich, auch wieder nur diese eine Folge machen, weil ich will auch gleich noch was essen und so und... Hab ja, wie gesagt, bis vorhin noch aufgenommen und Vice City habe ich heute auch ganz viel aufgenommen. Ich habe ganz viel Story gespielt, endlich mal. Das war ganz cool. Und das ist echt krass, wie... Boah, Alter. Wir werden, glaube ich, schon wieder zerstört, oder? Es würde mich nicht wundern. Ja, aber es war, wie gesagt, war es cool, mal mit der Story zu spielen. Und es ist echt krass, wie heftig diese Päckchenbelohnung reinknallen. Ach, ich schaffe einfach keinen Kill. Es ist jedes Mal, werde ich zerstört, wenn ich reinkomme. Wir werden aber gerade alle zerstört, habe ich das Gefühl. Ach, wieder nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Und jetzt werde ich wieder vernichtet. Ach, Mann, ey. Oh Gott, ich gehe raus, sorry. Es wirkt zu heftig. Ich will einfach mal ein bisschen klarkommen. Das gibt's nicht. Du kommst rein. Bist nur vernichtet. Die ganze Zeit. Jetzt komme ich wahrscheinlich wieder da rein. Nein. Es ist einfach... Ach, weiß nicht. Vielleicht werden es doch nicht mehr so viele Folgen mehr werden. Also... Ja, vielleicht bräuchte ich einfach ein bisschen mehr Geduld, aber... Vielleicht müsste ich einfach mal ein neueres Call of Duty anfangen. Wo es vielleicht mehr Spieler gibt und es auch mehr so Spieler gibt wie ich, die auf meinem Niveau sind und nicht alles nur so eine heftigen Spieler. Alter, es ist... Ey, was ist das denn hier? Man kommt rein und wird direkt wieder gekillt. Boah, Alter. Ah, come on, bitte. Ey, das macht gerade so überhaupt gar keinen Bock. Nur am Kassieren. Ich treffe hier gar nichts. Nichts. Ey, ich habe keine Lust mehr, Mann. Das ist scheiße. Entspannt euch doch mal ein bisschen. Wieso kriege ich hier nur auf die Fresse, ey? Oh mein Gott, mein erster Kill in dieser Folge. Mein zweiter. Alter, das ist nicht normal. Oh, wie ich immer mitgehe beim Werfen, das ist unglaublich, ne?
Gas von mir! Alter, willst du nur Gas geht? Das ist unglaublich. Ich krieg hier nichts geschissen hier gerade. Ich kann nur hoffen, dass diese Runde schnell endet. Ist da schon wieder einer? Okay, der war schon angedamaged. 10.000, das schmeckt natürlich. Mann! Das ist... Ich kann nicht ruhig bleiben bei Call of Duty, das geht nicht. Ich bin zu ehrgeizig. Stirb doch endlich! Meine Fresse! Boah! Wenig Munition, jawohl. Aufklärungsdrohne online. Das ist gut. Die hat aber keine... Kein Charlie. Die ist gut. Na komm. Wo bist du? Ach. Verwundeter Hind kommt. Verwundete Predator-Drohne im Anflug. Wow. Ich würde ja auch gerne mehr kommentieren hier, aber es gibt ja einfach gerade keine Ruhe. Es ist einfach zu krass. Vielleicht hätte ich auch einfach nicht so spät spielen sollen, aber es gibt hier halt auch wirklich kaum noch Spiele. Ist ja einfach so. Ah, nee, die Waffe ist auch kacke. Lassen wir mal. Geh ich mal hier lang am besten. Vielleicht kann man von hier mehr reißen. Aber hier warten sie uns ja auch schon. Ja. Eieieiei. Es war nicht gut. So gut waren die halt nicht mal. Das war nur dieser Terminator und dieser Bad Evil. Ah. Keine gute erste Runde für mich. Ich weiß nicht. Das Spiel ist, glaube ich, nicht mehr gut genug. Also, um... Für mich, um wieder reinzukommen. Da sind einfach zu wenig Spiele und... So, ich weiß nicht. Wahrscheinlich wieder da rein. Ja. Immer wieder. Nö. Tatsächlich mal eine andere Lobby gefunden. Sehr gut. Dann kann ich ja jetzt ein bisschen meine PP90 trainieren. Ein bisschen hochleveln, dass ich da vielleicht auch bald mal ein paar gute Waffenperks drauf machen kann. Damit ich auch euch mal eine andere Waffe zeigen kann. Nicht immer nur die ACR. So, let's go. Und es fängt gerade erst an. Sehr gut. Okay. Ich kill einmal der Semtex. Ich krieg eine Semtex in die Fresse gedrückt. Das wäre sehr gut. Nein! Ich nehme die ACR. Es tut mir leid, Leute. Es geht nicht anders.
Ich krieg nur auf die Schnauze! Mann! Achtung, Delta-Team. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Okay, da sind auch ne... Alter, was ist hier los mit euch? Wieso campt ihr denn nur? Immer chillt einer an der Ecke. Das ist dein scheiß Ernst. Oh mein Gott. Oh mein Gott, da lag er. Gut, er hat gerade irgendwas gezündet, aber es steht einfach ein 1 zu 5. Ich krieg nur auf die Schnauze in diesem Spiel. Das ist einfach, weiß ich nicht. Es lohnt sich einfach für mich nicht. Ich sag einfach gar nichts mehr dazu. Ist egal. Ich nehm's einfach mit Humor, fertig ist. Achtung, feindliche Vorräte. Was sollst du sonst dazu sagen? Nee, ich nicht, ich nicht. Ah, das war ein Satz mit X, würde ich sagen. Kommt er rein? Komm nicht rein. Scheiße. Schlechtes Aim ohne Scheiß. Holy crap, bin ich schlecht. Dieses. Ich hasse dieses Anballergeräusch von der Seite. Es ist einfach so penetrant. Wie so ein Summen von einer Wespe im Ohr oder wie eine Mücke oder sowas. Geh weg. Nein! Nein! Ey, die chillen alle in der Ecke. Es ist unglaublich. Es ist so kacke, ne? Es lohnt sich einfach nicht mehr. Mein Gott. Achtung, feindliche Vorräte. Ich könnte explodieren, wirklich. Ich habe keinen Bock mehr. Ist jetzt eh egal, komm. Es ist sowieso egal. Wir kriegen nur aufs Maul hier. Wir kriegen nur auf die Fresse hier. Es ist unfassbar. Leck mich doch am Arsch, Alter. Gar keinen Bock mehr. Ich glaube, das war die letzte Folge von Call of Duty. Ich habe keine Lust mehr. Du kannst es ja nicht mehr lernen, das Spiel. Wie willst du das machen? Wie willst du das Spiel noch lernen? Hier bist du ja nur geschreddert, die ganze Zeit. Es lohnt sich einfach nicht mehr. Wenn, dann muss ich ein neues Call of Duty spielen. Oder eins, was noch aktiver ist. Weil das ist einfach scheiße. Ich krieg ja nur aufs Maul die ganze Zeit. Und da habe ich auch keine Lust. Weil das ist ja auch frustrierend. Du willst ja auch reinkommen. So, es lohnt sich einfach für mich nicht mehr. Ich fand die Idee ganz cool, so, ja, ich habe jetzt hier, ich will noch mal ein bisschen Nostalgie erleben und der PS3 Online-Part hat so viel Spaß gemacht und hat er ja auch, aber das, ich weiß nicht. Ach, ist das jetzt wieder die eine Lobby, die ich eben verlassen habe? Dann müssen die jetzt so bei, ja, weiß ich nicht. Ja, dann müsste das fast vorbei sein, das kann die eigentlich nicht sein. Ich habe keine Ahnung. Na, eigentlich wollte ich die Waffe nehmen. Naja, gut. Ja, könnte sein, dass die sind. Ja, ich werde, glaube ich, wieder zerstört. Das hat einfach keinen Sinn. Ich habe keinen Bock mehr. Ich würde die Folge am liebsten abbrechen. Ich habe keine Lust mehr. Wirklich nicht. Es macht keinen Spaß. Ich krieg nur aufs Maul die ganze Zeit. So. Achtung, Delta-Team. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Vorräte sind unterwegs. Keine Ahnung, jetzt. Wahrscheinlich kommt der eine um die Ecke. Nee, da ist ja kann ja gar keiner sein gerade. Ge
Hier hinter müssten eigentlich welche sein. Ah, wo sind sie jetzt? Ich bin hier genau in der Mitte. Was soll ich machen hier? Achtung, feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. 03. Also es ist ein guter Soundtest, aber mehr dann auch nicht. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. So, endlich mal ein Kill, ey. Ah. Oh. Mehr Glück als Verstand, aber egal, musst du mitnehmen. Orientierung verloren. Bin ich denn? Aber es ist ein Sieg. Mann, ist das frustrierend heute. Ich sollte nicht mehr so spät aufnehmen, das ist auch nicht gut. Gerade wenn ich schon so viele Folgen aufgenommen habe heute, die Konzentration ist einfach nicht da. Aber ich kann bei so einem Game einfach nicht ruhig bleiben, weil ich einfach zu ehrgeizig bin. 3-3, ey. Es ist mir scheißegal, aber es macht halt einfach keinen Spaß, wenn man alle 5 Sekunden getötet wird. So, was machen wir jetzt noch? Capture the flag, einfach niemand drin. Spielen wir mal infiziert, komm. Was soll der Geiz? Können wir auch mal machen, einfach zum Abschluss. So, wie ging das nochmal? Ich glaube, ein Team hat Waffen und das andere hat Messer. Und wenn die Zombies müssen quasi die anderen infizieren, so gesehen, indem sie messern. Ich glaube, so war das. Zumindest. Los, tun wir es. Wow. Oh, nee. Wie geil. Jetzt bin ich selbst infiziert. Jetzt können wir hier selbst die... Ah, das ist eigentlich ein geiler Modus. Und man ist auch super schnell als Zombie. Als Infizierter. Und das war's schon. Ich habe viel beigetragen zum Sieg. Woo. Aber es ist auch, glaube ich, unfassbar schwer als... Als Nicht-Infizierter... Also, dass die Nicht-Infizierten gewinnen. Wie, das ist ja viel höher die Chance, dass du infiziert wirst. Aber es sind nur 16 Leute drin. Das heißt, das sind alle Leute, glaube ich, die das machen gerade. Alle Leute, die infiziert spielen wollen, sind jetzt hier versammelt. Das ist irgendwie episch. Messer PP90 am 1. Ha. Ja, Resistance. Das ist ja ganz cool. Mal schauen, wie das wird. Ja, infiziert macht eigentlich echt Spaß. Das ist ein geiler Modus. Einfach so ein Spaßmodus. Machen wir das doch mal eben mal. Und gleich gehe ich aber wirklich was essen. Ich habe Hunger. Mal gucken, was ich esse. Irgendwas. Irgendwas werde ich bestimmt noch da haben. So, wir legen los. Wie viele sind jetzt eigentlich infiziert? Von Anfang an einer, ne? Ich glaube, der wird auch jetzt erst ausgewählt, oder? Ah, da ist der Infektions-Countdown oben, seht ihr ihn? Ich wette, ich bin's. Oh, das ist geil mit der... Oh ja, sogar Akimbo, geil.
Wer schnitzt hier? Was geht's los hier? Die Seuche breitet sich aus. Das Coronavirus verbreitet sich. Na komm. Ich komme mir vor wie im Wilden Westen hier gerade. Mit der Knarre, mit den Knarren. Hier wollen sie mich wahrscheinlich erwischen. Ich meine, aktuell gewinnen wir ja, ne? Aktuell gewinnen wir ja die Runde. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Aber da werden schon wieder Leute gemessert. Es wird immer schlimmer mit der Seuche. Kommt da einer? Okay, infiziert. Oh Gott, es wird schlimmer. Leute, die Seuche kommt. Wir können ja nicht für ewig hier oben verweilen, aber fürs Erste ist okay. Oh nee. Irgendwann kommen sie an. Oh, hab dich. Oh Gott, ich bin, glaube ich, infiziert. Okay, ich bin infiziert. Jetzt geht's ab. Jetzt holen wir sie uns. Diese Ratten. Oh. Zack, infiziert. Let's go. Seid ihr miesen Ratten? Wow, ich habe gerade nichts gecheckt. Komm, wir gewinnen das Ding. Wo ist der letzte? Ne, 3 Leute noch. 3 Leute, die nicht infiziert sind. Wo verstecken die sich? Da oben ist einer angezeigt. Ja, wie sollen wir das denn noch umdrehen? Das geht ja gar nicht. Also wie sollen die das noch umdrehen? Nein, mein Messer! Oh Gott, das hätte sein können. Ich glaube, infiziert könnte ich öfter spielen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ich meine, ich hätte das Let's Play sowieso nicht abgebrochen, wenn ich mal ehrlich bin. Das war einfach nur ein bisschen Frust. Weil es gerade echt kacke war. Das hat nichts zu bedeuten, Leute. Es kann auch morgen schon wieder alles anders sein. Wie gesagt, soll das Projekt ja eh über eine längere Zeit laufen. Und immer mal wieder. Deswegen wird es gar keinen Sinn machen, hier jetzt einfach schon zu beschließen, ich mache nicht mehr weiter. Es kommt immer nur darauf an, wie es gerade läuft. Eine Runde geht doch noch, oder? Was nehmen wir als nächstes? Arcaden. Messer Strike. Was ist denn mit Strike gemeint? Ist das eine Panzerfaust? Was ist eine Strike? Was ist eine Strike? Striker wahrscheinlich. Ach so. Die Schrotflinte. Und wie die Lobby einfach voll ist, ich find's einfach so geil. Wir sind immer noch im Jahr 2022, Leute, nur zur Info, also das ist echt krass. Und
es ist so schwer, MW3 noch zu spielen. Du brauchst einen alten Account, du musst früher gespielt haben, dein Name muss so sein, also dein Account muss so heißen wie früher. Alles so eine Kriterien und trotzdem ist dieses Spiel nicht tot, trotz dieser Umstände. So. Ich wäre ja auch gern mal der erste Infizierte. Das ist auch cool eigentlich, glaube ich. Aber irgendwie auch ein gewisser Druck dann dahinter. Wer wagt, gewinnt. Wenn du liefern musst. So. Infizierter zu sein ist ja auch geil. Gibt viele Punkte, ne? An sich ist es gar nicht so dumm, infiziert zu werden. Aber die sind halt auch mega flink, die Infizierten. Du musst echt aufpassen. Nein! Okay, das war scheiße. Oh Gott. Ach, das ist aber auch scheiße. Alle haben sich da reingekämmt. Ach du Scheiße, da wirst du erstmal durchbrechen. Weil die alle da unten rumhocken, ne? Wie die Geisteskranken. Vielleicht gibt es aber noch Leute, die ein bisschen mutiger sind. Ah. Hä, wo? Ach, da durfte ich nicht rauf, oder was? Jetzt habe ich mich selbst gekillt. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, was willst du denn da machen, Alter? Wie sollst du denn da reinkommen? Oh Gott, da war eine Chance für mich. Fast bin ich da wäre ich da reingekommen. Ja, ich habe nichts gemacht, außer dass ich 5-mal gestorben bin. Alter, wie schlecht. Aber geil gemacht. Cooler Modus, echt. Ich würde auch gerne eine Runde noch dranhängen, einfach nur, weil das bisher noch nicht so eine geile Folge war und ich einfach nur geraged habe die ganze Zeit. Das ist ja fast wie in alten Zeiten, aber in alten Zeiten wäre ich mehr ausgeflippt, das könnt ihr mir glauben. Ach, eine Runde Bootleg nochmal. Oh, mein Rücken. Ach, oh, ja. So. Bootleg, FMG9s. Ah, 9s. Das ist Plural hier. Also Akimbo wahrscheinlich wieder. Okay. Letzte Runde für heute, Leute. Ich möchte zumindest mal ein paar Kills machen. Entweder als Nicht-Infizierter oder als Gesunder. Wie heißen das? Wie heißen die hier? Die normalen, die Menschen halt. Menschen und Zombies oder was ist das? Ich weiß es nicht. Aber gut, kommt. Das machen wir jetzt. Ja, FMG9 Akimbo, das war klar. Boah, ja, wieso kitzelt das gerade so? Boah. Normalerweise kitzelt meine Lippe nicht, wenn ich das Geräusch mache. Das ist merkwürdig. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Falls ich der Infizierte bin.
Ey, macht mich verrückt mit eurem Geschlitze. Das ist aber schon mies unfair mit der FG9. Das Coole ist, man kriegt halt auch Punkte, wenn man einfach nur überlebt. Ich sollte da oben bleiben, glaube ich. Es ist besser, hier bei der Gruppe zu bleiben. Dann ist es unwahrscheinlicher, dass man stirbt. Immer wieder dieses Geschlitze. Ah, gleich wird es nicht mehr so schön. Gleich wird es ungemütlich. Extrem ungemütlich. Ah. Müssen sie doch eigentlich bald mal kommen, oder nicht? Ich will auch mal mit reinsprayen. Aber die andere Seite muss auch gedeckt werden. Wow, endlich mal ein bisschen Action hier. Jawohl. Ja, hier ist es ja okay, wenn man hier einfach wartet. Was soll man machen? Zack. Meine Muni geht aber gleich leer. Das ist nicht gut. Oh Gott. Ich hatte gerade ein bisschen Muni gebraucht. Muni, Muni, Muni. Ich brauche Muni. Ich brauche Muni. Ich habe keine Muni mehr. Mann. Please. Gib mir Muni. Was mache ich jetzt? Oh, die drängen gleich durch. Ich habe keine Muni mehr. Scheiße. Ah. Oh Gott. Nein. Da kommen wir jetzt rein da in die Masse. Let's go, Alter. Ey, der Modus ist geiler, als ich ihn in Erinnerung hatte. Echt cool. Ach. Boah. Das war krank. Aber die Muni ging so schnell alle und dann ging es halt nicht mehr. Ach, man hat auch ein Wurfmesser als Infizierter. Hätte ich das mal gewusst. Na gut. Coole Runde auf jeden Fall. Coole Runden. Das waren echt geile Runden. Jetzt gehe ich wirklich mit einem positiven Gefühl hier heute raus. So reicht aber für heute. Okay, Leute. Ja, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge für heute. Es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen geben. Wann die kommen, weiß ich aber nicht. Ich hoffe, die hat euch gefallen hier. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns doch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.